das ist das perfekte Beispiel des Neoklassizismus im Tanz. Und der ist ja schon begründet von Balanchine selber. Und das ist ein fantastisches Beispiel eines Paartanzes. Aber gleichzeitig sind auch die beiden Musiker mit dabei auf der Bühne. Das heißt, die Interaktion von Musik und Tanz, Körper, Bewegung in den Raum gestellt, was ja Balanchine ausmacht, wird so auf unglaubliche, natürliche Weise präsent. Es ist das erste Stück, das ich choreografiere seit einem Jahr. Und sicherlich hat man da jetzt musikalisch große Komponisten. Beethoven, obwohl dieser Beethoven eben ganz leichtfüßig daherkommt, mit einer Mollsequenz und dann der große Bach danach. Was sicherlich auffällig ist, dass ich das Ensemble nicht gleich behandle. Ich habe früher in der Tendenz mehr analysiert und mir gesagt, die und der Tänzer können auch tragen und die und der Tänzer ist noch nicht so weit. Und das hat sich verändert. Ich im Moment gebe ich einfach. Choreographer is Kurt Jos, a German choreographer, and he was against war and everything it implied. And so he took the opportunity to make a dance of death, but in 8 scenes. You have the green table, negotiations of going to war, and those gentlemen in black do not go themselves, but they declare war. And then you have all the scenes depicting what happens in everyday life, the saying goodbye, the battle, the war, the refugees, just what's happening today.
Kurt Jost used, the phrasing is so important. And if you just do one-on-one, it doesn't say the same thing as if you hold something and then go quicker into it. It makes the nuance and the more of the feeling into the drama, telling the story with the music together. It gels together, and you can't do one without the other. It's all one to create an atmosphere.